Das könnte man mal machen, oder? Wir könnten mal versuchen, Insidious Roots drumherum zu bauen. Wie würde so ein Deck aussehen? Wir wollen Tablen Macabre Reconstruction. Also wir wollen viel aus dem Graveyard wiederholen und wir wollen Collect Evidence haben. Könnte man mal machen. Pick 1, Pick 1. Ich meine, Homicide Investigator ist wahrscheinlich die bessere Karte. Offensichtlich. Ich meine, es ist zweifarbig. Und aber egal, ich versuche mal drumherum zu bauen. Vielleicht geht es ja irgendwie. Tja, da geht's schon direkt los. Mein Crime Stopper Sprite hat Collect Evidence. Murder ist einfach ein guter Removal. Glaube, hier nehme ich einfach Murder, sicherheitshalber. Oh, Gleaming Gear Drake Pick 3, sehr ärgerlich. Cease and Desist. Ich meine, damit können wir uns selber Sachen exilen und Karten ziehen. Weil das Bite Down on Crime besser. Frage ist, wie viele Non-Creatures. Na ja, gut, Removal kann man wahrscheinlich schon picken. Jetzt spielen wir aber mehr als 40 Karten. Mal gucken. Aha, A Killer Among Us. Okay, das macht jetzt nicht so viel dafür, aber an sich eine gute Karte. Push and Pull sind natürlich sehr gut, gerade wenn man schwarz spielt. Die returnen halt Kreaturen. Killer Among Us ist, glaube ich, einfach zu gut. Oder Plasma plus one counter on each plant you control. Aber Creature Tokens have tap of add one money of Elikana. Ja, okay. Nimm ich Killer Among Us. Noch ein Mörder? Also ich meine, Gnaw to the Bone. Es wäre ja voll. Warte mal, wenn er war. One or more creature cards, die ich. Ah, gucken wir mal. Ich meine, das ist halt ein relativ dicker Bieter. Der profitiert davon, wenn Kreaturen den Graveyard verlassen. Probieren wir das mal. Fairy Snoop legt Karten in den Graveyard. Ja. Ja, okay. Er hat Collect Evidence. Da ist auch Crime Novelist Pick 8, aber ich glaube, da nehme ich mal den hier. Nimm mal Eventual Creeper. Tja. Also wir haben noch nicht viel. Vor allen Dingen ist diese Karte nicht getabelt, die zwei Kreaturen aus dem Graveyard wiederholt. Das ist halt schon ein schlechtes Zeichen, weil eigentlich macht die jetzt auch nicht so super viel. Naja, mal gucken, ob wir es noch hinkriegen irgendwie. Ist auch ein relativ dicker Dude für Grün. Vielleicht nicht so schlecht. Oh, Unscrupulous Agent ist perfekt. Genau die Art von Karte, die man haben möchte in dem Deck. Disposable Creature Shizzle. Chalk Outline, perfekt. Oh mein Gott, das ist genau die Karte, die ich gesucht habe. Wir haben jetzt Chalk Outline und Insidious Roots.
Okay, jetzt müssen wir halt alles holen, was irgendwie Sachen aus dem Graveyard irgendwie wiederholt. Ich habe noch nicht, ich weiß noch nicht wie, aber wir müssen jetzt. Jetzt haben wir die Build-Arounds. Come on, one time. Ich will einmal schwarz-grün, Self-Mill ins. Ich will es einmal mal getestet haben. Ja, alles, was Evidence collected, geht natürlich auch. Mill three cards, investigate. Each opponent mill three cards. Ja, ist auch nicht so verkehrt wahrscheinlich. Da wäre halt auch ein gutes Dual Land. Glaube, ich nehme mal das Dual Land. Surveil ist ja sicherlich auch nicht verkehrt. Hedge Whisperer. Auch Collect Evidence, sogar mehrfach. Und das wird sogar eine Pflanze für Insidious Ruth. ja, ich glaube, den nehme ich einfach. Ja, Cease to Desist. Aber hier nehme ich nochmal so einen Agent. Ich habe das Gefühl, dass man diese Collect Evidence Karte. Oh, das ist auch eine geile Karte. Vor allem macht die eine Pflanze. Und Tokens habe ich ja auch noch mit Akilla Among Us und sowas. Ja, komm, müssen wir versuchen. Aber da ist auch. Ja. Pack 3 sammle ich die ganzen Collect Evidence Karten ein. Bisher habe ich eine, zwei. Ja, da kriegen wir noch was. Das kriegen wir schon noch hin. Da ist Maverick Thopterist, Alter. Insane. Da ist noch eine Audience mit Trostani. Die macht nochmal eine Pflanze. Okay. Ich meine, Basilica Stalker Surveilled, ja. Zweimal Audience with Trostani. Chalk Outline. Ja, okay. Agency Cor. Das macht auch Collect Evidence. Und das macht Mana. Das macht Repeatable Collect Evidence und Mana einer beliebigen Farbe. Müssen wir mitnehmen, glaube ich. Nehme ich noch ein Fetzo mit? Ja, ich nehme noch ein Fetzo mit. Ja, die Mythic einfach für den Geschmack. Rakish Scoundrel ist nicht gut genug. Macabre Reconstruction, die muss gut sein, weil wir kriegen halt mehrere Kreaturen wieder. Arcdruid's Charm ist halt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme, weil die muss ich halt mitnehmen. Ich mir, die ist beim letzten Mal nicht getabled. Strider ist nicht schlecht, ne? Stimmt. Aber den hätte ich gerade mal nehmen sollen, weil der sich selber exilt, ne? Jo, stimmt. Der exilt sich auch selber, ne? Ja, und der Surveil, das ist nicht schlecht. Ich glaube, den nehmen wir mit. Ha. Ich glaube, hier nehme ich Mörder nochmal. Noch eine Chalk-Outline. Wow. Okay. Nochmal Insidious Ruth. Oh mein Gott. Okay, was? Irgendwie muss das funktionieren, Leute. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss das funktionieren. Wenn nicht jetzt, dann niemals.
warte mal. At the beginning of you may collect. Der lässt mich repeat. Ist das eine Karte, die ich. Ist das eine Karte, die ich splashen muss? Weil der mich immer wieder collect Evidenzen lässt. Ich glaube schon. Come on. Wenn die ganzen Strider rumkommen, easy. Nehmen wir noch ein paar Strider mit und dann geht es schon irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie bauen wir uns da gleich was. Das wird schon. Ja, Eavesdropper ist nice. Jetzt müssen die ganzen Gravestone Strider aber wirklich rumkommen. Kann nicht sein, dass sie jemand rausnimmt. Perfekt, Nummer 1. Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn ich wirklich blau splashen will. Mal gucken. Okay. Ah, es ist nur einer rumgekommen. Aber mein Deck ist eh. Aber wobei, vielleicht muss das Deck auch einfach zu voll sein. Vielleicht spielen wir einfach so eine Art 50-Karten-Deck oder so. Mal gucken. Wir wollen ja auch viel Self-Mill betreiben. Ja, ich denke, man kann es so spielen. Also, ich habe jetzt an. Ich habe den hier mit Collect Evidence, der regelmäßig Collect Evidence, der Collect Evidence. Der exiled sich selber, der collected Evidence. Der holt Kreaturen wieder und der collected Evidence regelmäßig auch. Jetzt habe ich im Moment 43 Karten, also 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Karten. 28 Karten, dann spiele ich 20 Länder. Oder 19 Länder. 10, 19. Sind ein bisschen wenig Kreaturen gefühlt. Was an Kreaturen? Jetzt sind es 10, 19 Länder und 27 Karten. Das heißt, ich habe 4 Karten und 2 Länder dazu getan. Bisschen knapp, allerdings habe ich ja auch. Ja, ich denke, das ist okay so. Das gute alte 47 Karten Special. Ja, easy. Easy. Turn 2 Insidious Roots, Turn 3 mache ich eine Pflanze, die für Mana tappt. Easy. Ist doch geil. Entspannt. Hör mal auf, jetzt aggro mich nicht weg, Junge. Ich brauche ein bisschen Zeit. Aggro mich nicht weg, Bro. Das war eine alte Vorhersage. Ich habe ja keine. Das sind alles keine One-Offs. Der schon, aber Unseeded Roots in Audience with Strahd-Tarni ist ein Two-Off.
Okay, Mörder. Naja, gut. Ah, das ist ja jetzt aber auch direkt gegen Rot-Blau-Agro spielen. Ja, ich meine, das ist halt leider auch einfach eine sehr gute Kurve vom Gegner. Und er war on the play. Es ärgert mich jetzt schon. Oh mein Gott. Wir haben alles. Nächste Runde habe ich Evidence Examiner und Mörder. Ah, warte mal. Ah, Moment. Ja gut, aber noch habe ich ja keine Kreaturen im Graveyard. Noch ist nicht gut. Ja klar, natürlich. Okay, Ladies and Gentlemen, what can I do? 2-Drop, 3-Drop, 4, perfekter 2-Drop. Ja, das ist einfach. Da kann man leider wenig machen. Selbst wenn ich zwei Blocker lege, nehme ich immer noch drei. Ah, ist einfach vorbei. Ich bin mal gespannt, ob unser Gegner jedes Mal diesen Draw haben wird. Aber wahrscheinlich muss ich einen Mörder durch das Ding hier ersetzen, weil das hat ja auch Collect Evidence. Das war Quatsch, die nicht zu spielen. Na gut, okay, hey. Kann immer mal passieren. Jetzt sind wir on the play. Ja, ähnlich wie gerade. Gucken wir mal. Mal gucken, ob unser Gegner wieder mit dem Prowess Haster anfängt. Ich hoffe nicht. Oh, Bite Down on Crime. Ja, gut, okay. Das wäre ein Mörder gewesen. So, nächste Runde haben wir 5 Mana. Yo, Smash Boy, danke dir für den Follow. Oh, Case of the Burning Mask. Ja, gut, okay. Dann ist die Pflanze halt gone. You got me. der Gegner hat ein gutes Deck. Come on, was soll das auch? Man will einmal Spaß haben, hat der Gegner ein gutes Deck. He checks net. Ich check's nicht. Ah, ich glaube, ich gehe mal rein. Komm. Ja, ey, ohne Witz. Ich meine, warum gibt es denn solche Build-Arounds, wenn sie dann einfach nicht funktionieren, weil das Set so aggressiv ist? Wo ist denn der Sinn davon? Komm, jetzt gönn mal. Okay. Naja, gut, ich meine, Attack für 4 hier ist noch außerhalb da. Ist natürlich geil auch, dass der Gegner ein Removal hat, der meine Kreatur nicht in den Graveyard legt. Ne? Das ist ja natürlich genau da, wo ich sein will. Ja, perfekt. Also man könnte mir ja einfach mal, man könnte einfach mal ein Removal da drauf spielen, so 4 Damage oder so. Nö, wir machen ein Enchantment. Weißt du, das ist viel besser. Weiß nicht, ob es viele ungünstigere Matchups gibt als das. Aber hey, okay, noch ist ja nichts vorbei. Perfekt. Tappt mir den Blocker, natürlich. Ganz ehrlich, ich block hier. Dann geht das Ding wenigstens in den Graveyard. So. Ah, perfekt. So, dann werde ich jetzt hier den hier spielen. Oder warte mal, das brauche ich Collect Evidence 6. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ne? Ah, ne, warte mal. Ich kann den ja spielen. Wäre voll Quatsch. Ich spiele den. Dann spiele ich das mit Collect Evidence. Target a creature you control. Und targete den. Und exile ich den. Dann habe ich Evidence collected. Boom, 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 boom.
Wir gehen erstmal auf 21. Haben 6-4 Live-Linke, haben 2 Clues. Oh boy! Oh boy! Sind wir auf 27 und das Board ist da. Come on! Ja, jetzt kannst du alle deine Rares spielen. Ich habe die Engine am Stüssel. Und ich habe Plans, die für beliebiges Mana. Geil, guck ich jetzt mal ein Add One Mana auf Any Color zweimal. Tappen die jetzt doppelt? Naja, wahrscheinlich nicht, aber. Junge, Gegner hat so ein verrücktes Izzet-Deck. Insane. War aber nicht gut, den abzuräumen, glaube ich. War nicht gut, den abzuräumen. Oh! Oh! Snap! Oh! Collect Evidence for? Gar kein Problem. Mach ich für dich. Mach ich für dich. No biggie. Oh! nice! Okay, was machen wir hier? Ja, was, das schon ein Stack hier. 46 Karten Spezial, ey. Ich weiß nicht, ob Pick Your Poison okay ist. Der Gegner hat mir offen, ja, ich kann es eigentlich nicht sehen, aber der Gegner hat mir Flieger gezeigt. Aber er hat auch Thopter. Und wenn er Thopter legt, ja. Ich denke, ich werde es einfach so nochmal laufen lassen und hoffe, dass der Gegner nicht so einen insanen Draw hat. Ja, schwierig. Ah, das ist schon ein sehr gutes Deck vom Gegner. Gucken wir mal. Ja, und das können wir nicht keepen, ne? Hier haben wir einfach... Wir machen nichts. Wir machen literally gar nichts. Ja, das ist ein Ticken besser. Ich weiß noch nicht, was ich weglegen soll. Ich glaube, ich lege den weg. Vielleicht kann Fairy Snoop auch nochmal was finden, aber... Mh. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass einfach alles in den Graveyard geht, oder? Ich will davon... Wobei, ich meine, das wären zwei gute Karten gewesen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, immer gut, alles im Graveyard zu haben für Collect Evidence. Boah, der Gegner hat so ein gutes Izzet-Deck. Es regt mich auf, wie gut sein Deck ist. Es regt mich einfach auf. Discard natürlich. Discard Lairnt. Ja, no blocks. Ich glaube... Ja. Ich glaube, ich mache den einfach direkt weg. Dann nächste Runde irgendwie Chalk Outline oder sowas und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das Deck macht einfach viel zu viel Tempo, Alter. Das ist völlig, völlig crazy. Das wird der Gadget Technician sein. Nee. Coveted Falcon. Für einen. Ja, okay, gut. Ja, gut. Und gelbe, nice. Na gut, solange mir der Gegner Kreaturen in den Graveyard liegt, geht's ja. Und vor allen Dingen macht er jetzt auch weniger Schaden. Ich leg mal Chalk Outline. Nächste Runde kann ich an Scrupulous Agent legen und dann eine Marke auf den legen. Dann habe ich zumindest ein 2-2 Detective bekommen. Und der Gegner ist jetzt gerade nicht so unendlich schnell. Ja, das ist doch nicht so bad. Aber vielleicht lege ich lieber nochmal einen Morph erstmal auch hin. Da ist es besser. Prime Stopper Sprite, nice. Love it. Gutes Ding. Okay. Hey, Leute. Hey, hey, hey. Wir sind noch im Game. Wir sind noch nicht dead. Still in the game? Maybe. Je nachdem, was da so als Face-Down-Creature liegt. Alter. Junge, diese Play-Booster, ey. Sie machen mich einfach fertig.
Jetzt kriegt er natürlich zwei. Die sind natürlich in Multiples auch besser, weil er dann natürlich auch beide Permanents sofort wiederkriegt, was ja auch logisch ist. Wer hätte denn gedacht, dass da nicht zwei Coveted Falcons liegen, ne? Auf der anderen Seite ist das nur Grind und Grind kann ich auch. Ja, das ist okay. Ja, das ist fein. Grind kann ich auch, Bro. Also Grind kann ich wahrscheinlich sogar besser als jedes andere Deck, würde ich mal sagen. Gegen das Instant Speed? Das geht nur Sorcery Speed, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich ja nicht. Okay. Alter, es ist so an. Ja, Out Cold ist natürlich gut. Ja. Yep. Auf der anderen Seite, hey, er hat nur zwei Power auf dem Board. Wenn er jetzt Out Cold spielt. Er hat ein bisschen mehr als zwei Power auf dem Board, leider. Da muss noch ein bisschen was kommen. Da muss noch ein bisschen was kommen. Okay, cool. Ja. Die anderen geht in den Graveyard. Okay, dann machen wir das doch hier. Ja, warte mal, jetzt kann er Out Cold aber nicht mehr spielen, oder? Das geht jetzt weg, ne? Er hat noch einen Gleaming Geardrake als letzte Karte. Was war denn da bitte los? Das ist ja völlig insane, das Deck vom Gegner. Gucken wir mal, was wir noch hitten können. Ja, gegen die ganzen Flieger. Ja, gegen die ganzen Flieger. Werde ich wahrscheinlich einfach nur Länder hitten und dann. Ja. Cool. GG. Ja, das ist. Also, es ist ein schnelles Deck, das unendlich stark ist und dann auch noch nur Evasive Creatures hat. Ich glaube, das ist wirklich das schlechtest mögliche Matchup, was wir haben können. Aber wir hatten immerhin schon einmal Spaß. Das ist doch wichtig. We got fun at least one time. Es wird wahrscheinlich ein Flieger sein. Und dann werde ich auch noch gerollt. Ich habe gerade Leben gekriegt mit der Morty Pete. Die habe ich mir jetzt aber in den Graveyard gelegt, weil ich dachte, ich ziehe irgendwann eine Karte, die Evidence collected. Aber dem ist wohl nicht so. Na, jetzt wäre Pick Your Poison doch gut, aber ich habe halt nur Gadget Technician gesehen. Die Junge! Ah, GG's. Das beste Izzet-Deck, das ich jemals gesehen habe. Ah, er hat noch einen Outcode. Ja, klar. Müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Können wir nicht gewinnen? Wir sollten aber auch auf gar keinen Fall gegen das Deck gewinnen. Das Deck. Unser Deck soll Spaß machen. Sein Deck muss 400-0 gehen. Auch wenn unser Draw leider auch sehr schlecht war. Naja, schade. Wir dürfen anfangen. Das ist schon mal gut. Ja, die Hand kennen wir ja in der Zwischenzeit. Ja, also ich meine, das ist eine gute Hand. Wir sind vor allen Dingen on the play. Hey, was soll schon schief gehen? Turn 2 Insidious Roots, Turn 3 Audience with Trostany. Alter, warum ist das denn so? Turn 1 Goblin Maskmaker. Als ob er jetzt greift er an und legt halt ein Facedown Creature und. Nee, er macht da erst einfach Monorot Agro, dies, das, rein da. Perfect, love it.
Naja, gut, ich meine, wir haben Morty Pete. Das ist einfach natürlich. Natürlich spielen wir nur gegen Agro. Warum sollte es irgendwas anderes geben? Das ist schade. Ja, you did it. You got me good. Sind wir auf 16. Aha. Ja. Ich werde einfach den legen hier. Ist hoffentlich ein guter Blocker. Weiß man natürlich noch nicht. Zweiter Swamp wäre gut. Weil, oder Island. Dann kann ich Mörder spielen und direkt die Evidence collecten und den spielen. Ah, ich block. Plus 2 plus 2 und Investigate nehme ich mal an. Schock. Ah, das ist okay für mich. Okay, ja. Kann ich jetzt auch so direkt investigaten? Und lass mir Mörder einfach offen. Ich lasse mir Mörder nicht offen. Collect Evidence 4, nimm den Dude. Bekomme eine Pflanze, leg auf meine Pflanzen eine Marke. Leg den Dude und nächste Runde kann ich den dann aufmorphen. Ja, okay. Okay. Hey. Am Start. Gegner müssen ein paar Länder. Gelbe, nice, klar. Under City Crocodiles. Man muss nicht für Collect, man muss für Collect Evidence so viele Karten nehmen. Wie Mana kosten halt, ne? Also wenn du einen 6-Drop hast für Collect Evidence 6, reicht einfach eine Karte. Ah, die beiden Plant Mana Dogs haben schon auf jeden Fall gut Value gemacht. Es ist zumindest das coolste Deck. Okay, warte mal. Ja. Ja. Okay. Okay. Wäre witzig gewesen, wenn er noch mehr, aber so ist auch fein. Killer Among Us. Naja, gut, wir gehen erstmal rein hier. Erstmal rein drehen. Nimmt er. Dann haben wir jetzt Mana for Days, würde ich mal sagen. Ich spiele hier die Karte. Und wähle natürlich wie immer Goblin. Immer noch den Agent. Oh Gott, wir haben jetzt Infinite Mana einfach. Jetzt muss ich nur noch ganz viel Evid, nee, ganz viel investigaten. Oh, Wally das Call. Ja, mit der Karte habe ich nicht gerechnet. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm alles, oder? Ich crack mal einen Clue. Ich habe ja immer noch Infinite Mana, blaues Mana. Gehen wir hier drauf. 1, 2, 3, ja, es geht. Dann kann der Goblin angreifen und die angreifen. Und ich habe immer noch 6 Mana offen, um den. Ja, das ist gut für mich, denke ich. Doppelblock den. Ist wahrscheinlich das Schlauste, ja. Dann will ich den mal auffacen. Will ich mal kurz Goblin ansagen. Dann nimmst du halt 10. Yay. Okay.
Ach so, Gegner hat ein gutes Enchantment gehabt, aber ich habe halt auch Ventral Creeper, ich weiß nicht, wie viel ich davon rein. Ah, warte mal, der Fehler war wieder. Ich muss halt das noch ändern. Ich muss Bite Down Crime spielen anstelle des dritten Murders. Ja, ich glaube nicht, dass ich unbedingt Pick Your Poison reinnehmen muss gegen so einen. Ja. Wahrscheinlich reicht's einfach, Ventral Creeper zu haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Giuli. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt sind wir leider on the draw. Aber hey. Ja, 2 Drop, 3 Drop. Ja, das ist okay. Wenn ich ein Land ziehe, habe ich Unscrupulous Agent, into Ramp, into das, into ich ziehe 90 Karten. Das Deck hat so viele schöne kleine Kombos. Richtig geil. Oh, wir haben sogar ein Land gezogen. Geil. Ja, läuft bei uns. Und der Gegner hat nicht Goblin Mask Maker Turn 1 gelegt. Was ich sehr angenehm finde. Harry Dronesmith, ja, der wäre annoying gewesen. Grinding Scapegoat. I don't care too much. Nehme ich eins. Ich spiele auf jeden Fall They Went This Way. Suche mir einen Swamp raus. Ich greife nicht an. Das Late Game sollte ich immer gewinnen mit dem Deck. Ich will nur nicht early sterben. Maskmaker, fein. Nehme ich weiterhin einen Schaden, das funktioniert. Ich sag wieder Goblin. Weil wer sagt schon zweimal hintereinander Goblin? Ich würde mal gerne eine Statistik sehen, was die meisten Leute sagen. Ich denke mal, dadurch, dass Goblin ganz oben ist, ist wahrscheinlich auch einfach am meisten. Alles? Ah, nee. Keine Attacks. Ja, das macht doch Sinn. Da fühle ich mich auch ein bisschen wohler mit meinem Draw 1000 Karten Deck jetzt. Oh, das ist sexy hier. Ja, das ist doch schön. Ich kann es nochmal spielen. Gott, ey. Dieses Deck ist ja mal unendlich sexy. Erstmal Surveil aus Sicherheitsgründen und dann vielleicht noch den Gravestone Strider. Junge, wir können unendlich viele Karten ziehen. Mörder. Nee, brauche ich glaube ich auch. Ich lasse mal Mörder aus Sicherheitsgründen oben. Zweimal Audience ist das. Das ist schon geil, ey. I love it. So, ich will mal gucken, dass ich möglichst viele Karten loswerde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach den verdeckt spielen und die Mortipede. So, dann kann ich nämlich nächste Runde nochmal ein paar Karten ziehen. Bite Down on Crime. Ne, erstmal ziehen wir jetzt, glaube ich, ein paar Karten. Ne? Nochmal so. Vier vielleicht. Oh, Chalk Outline. Das ist doch eine Magic-Karte. Wo sind denn meine Insidious Roots, Mann? Ne, Land brauchen wir auch nicht. Ich habe so viele Karten gezogen, Alter. Ja, ich kann wahrscheinlich irgendwann angreifen. To be fair, ja, kann ich. Aber will ich noch nicht. Ich will's noch genießen, Ladies and Gentlemen. Galvanize auf meinen Ward Boy. Ey, Frechheit. Wenn er wüsste, wie schlimm Rotfarm Mortipede für das Boros-Deck ist, dann wird er vielleicht Rotfarm Mortipede anzünden. Ich geh mal rein hier. Collect Evidence 6. Nehme ich doch einfach die hier. Ah, warte, jetzt habe ich keine Kreatur geexalt, ne? Schlau. Schlau wie Oscar.
So, besser. Jetzt kommen ein paar Trigger. Konziert. Nein, ich mache keinen Schaden. Wie ärgerlich. Nein, ich mache einfach keinen Schaden. Kill ich den jetzt trotzdem, damit er nicht investigated? Ich glaube, egal. Ja, ist okay. Mach ich dem 1 und dem 6? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht er noch nicht mal. Investigated er noch nicht mal. Finde ich auch gut. Ah, geil. Ich hab vergessen. Oh no! Incinerator of the Guilty. Ja, okay, verstehe ich. Gut, dass ich das Mör. Ich meine, unser Gegner wird jetzt conceden, aber. War funny. It was fun. It was fun, while it lasted. Kann ich verstehen, warum unser Gegner dann noch nicht aufgegeben hat, ja. Nicht schlecht. Wir fangen an. Die Hand ist okay. Ich denke, das kann man halten. Rubble Belt Maverick. Wir haben Doppelschwarz. Wir haben hier ein bisschen Surveil. Wir haben Early Interaction. Nein, das ist jeder Aggro, ne? Es ist einfach jeder Aggro. Ne, Forest geht, glaube ich, in den Graveyard. Also mit Forest könnte ich die beiden casten nächste Runde. Aber wenn ich noch ein Land will, dann will ich eigentlich ein Island. Oder ich will halt so langsam meine Engine-Karten. So langsam. Insidious Roots, dies, das. Oder ich will noch ein Swamp. Das geht auch, hey. Okay, dann surveillen wir mal eine Runde. Ja. Ja, ist okay. Mit Doppelmörder kann ich mich ein bisschen fürs Long Game wappnen. Und dann kann ich erstmal hier so ein bisschen Value versuchen zu marken. Jonas, danke dir für dein Abo. Und Face Lumix, danke dir für den Follow. Da wird ein Schock sein. Der Schock wird diese Kreatur sicherlich killen. Aber hey, ist okay. Ja, ja, das ist fein. Ich kann sie mir mit dem Makaber-Gerät ja wiederholen. Und Giole, danke auch dir für dein Abo. Okay, ich meine, das ist ja alles fein. Der Hedge Whisperer hat halt den Vorteil. Ich kann aber den 2-2er blocken und sollte er den aufmorphen, kann ich ihn mördern. Also, alles easy. Wenn er den allerdings pumpt, dann nicht. Das ist ein Argument. Egal, ich werde trotzdem mal so blocken. Natürlich pumpt er den. Was soll sonst passieren? Na gut, dann hole ich mir halt die beiden wieder. Ist schon auch fein. Oh, wir ziehen nicht so besonders lucky, aber geht schon. Ich meine, solange wir. Wenn die dann noch auf 17 leben, ne? Ich meine, ich habe leider noch keine. Wir haben noch keine von unseren Build-Around-Karten gezogen. Aber mit Murder, wie gesagt, kaufen wir uns einfach noch ein bisschen Zeit, denke ich. Ist schon okay. Da wahrscheinlich nochmal ein Pump-Spell. Natürlich. Es ist so dumm, ey. Es ist einfach. Es ist einfach dumm, ja. Und wir. Ja, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen. Ja, aber. Der Punkt ist, ich will eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht, was ich will. Gucken. Ich will blaues Mana. To collect evidence. Ich will Insidious Roots. Red Herring.
Ja, ist okay, die nehme ich noch mal. Ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt irgendwann mal Länder hätte. Ja, nehme ich das. Dann sage ich, glaube ich, Go. Wobei, vielleicht hätte ich. Ja, doch, Go ist, glaube ich, okay. Ich hätte überlegt, mit Rubberband Maverick anzugreifen, um den Fairy Snoop 2-5 zu machen. Was halt eine ganz gute Statline ist, aber. Ja, das hatte ich gehofft, damit er seinen ganzen Zug verschwendet. Das ist gut für uns. Das kauft uns eine Menge Zeit. Noch ein Swamp. Habe ich noch einen Swamp im Deck gehabt? Okay, crazy. War mir gar nicht klar, dass ich noch einen hatte. Okay, Red Herring Second. Ich weiß nicht, was das Boros-Deck vorhat. Ich weiß nicht, ob das so auf Long-Term ausgelegt ist, aber da musst du. Ah, okay. Ja, okay, sad. Hat auch viel Removal im Deck, sehe ich ein. Dann werde ich jetzt hier mal so anfangen, die Evidence zu collecten. Und dann nehmen wir natürlich keine Creatures. Und sagen wir mal Go. Ich könnte noch eine Karte ziehen mit Audience, aber da kann ich auch noch ein bisschen warten. Ich werde jetzt sowieso noch ein paar Karten ziehen. Platz 39 sollte relativ safe sein, denke ich. Ja, das ist sad. Weiß nicht, habe ich irgendwas, was das protected? Keine von den vier Build-Arounds bisher. Ja, den kann ich einfach nicht mördern. Der muss halt looten. Da muss ich halt die. Da muss ich die starke Karte, die er hat, halt wegnehmen. Okay, Person of Interest ist annoying. Ich habe nur einen Swamp gehabt, wirklich? Was dachte ich, das geht gar nicht. Da wird noch ein Land sein, denke ich. Oh ne, oh, Inside Source haben wir gekriegt. Nice. Platz 39 bist du, glaube ich, schon relativ safe. Also ich war jetzt Samstagmittag 78 und bin jetzt schon auf 150 gedroppt. Also bei mir reicht es auf jeden Fall nicht. Okay. Oh, das ist doch fein für mich. So, jetzt brauchen wir halt irgendwie einen Payoff. Jetzt brauche ich einen Payoff. Jetzt kann ich Rubberband Maverick für 1 exilen. Ne, ich ziehe einfach noch einen Swamp. Mann, Alter! Oh Gott, ey. Das ist echt nicht so geil. Ich glaube, das gewinnt dann halt am Ende doch nicht. Keine Insidious Roots, kein Engine, kein nix. Schade. Ich meine, ich habe schon über die Hälfte meines Decks gesehen. Ich spiele ja mehr als 40 Karten. Ne, ich spiele 46. Ich habe genau die Hälfte meines Decks gesehen. Ja, aber Platz 39 ist so weit oben, da die Caste, glaube ich, einfach nicht so viel. Okay, 4-2. Macht jetzt immer noch nicht.
Ja, okay, ich blockiere und ich blockiere. Oh, sad. Kill, das ist eigentlich scheiße, den zu killen, ne? Eigentlich hätte man den killen sollen. Aber so überlebt wenigstens mein Gravestone Strider. Ja, ich meine, okay. Oh, der hat 2 Life gegained. Ah, das könnte ja nochmal gut sein. Ja, okay. Ah, ist ein cooles Match gewesen. Also ist ein cooles Deck bisher. I like. Ja, okay, verstehe ich. Gegner wird irgendwann Inspired Charge ziehen und wir sind sowas von tot. Aber er hat jetzt gezogen. Natürlich. Irgendwann wird er es ziehen. Oder halt top gedeckt sofort, ja. Geil! Geil! Ja, gegen konsistente, aggressive Deck. Man muss einfach nicht mehr dördeln. Man muss einfach nicht mehr dördeln. Das ist so schade, ne? Also Original Innistrad oder so, da konntest du Burning Vengeance spielen, weil das war ein Build-Around, der hat mit dem Board interacted und so. Geht jetzt einfach nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Ich würde gerne anfangen. Ah, ich keep das. Mein Insidious. Ich meine, wir haben beide Mana-Farben, wir haben einen Draw. Wir haben natürlich noch. Wir können. Ich frage mich halt, ob wir irgendwas anderes ziehen können als Swamps und Lands. Ne, wir können nichts anderes ziehen als Lands von oben. Ne, können wir nicht. Ist völlig unmöglich. Ich spiele schon weniger Länder im Schnitt. Ja, weil ich auf 27 Karten 18 Länder spiele. Aber es ist. Es ist mir. Es ist der Wahrscheinlichkeit einfach egal. Ja gut, aber ich habe halt alle Build-Arounds doppelt. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe halt wirklich alle Build-Around doppelt. Ich habe doppelt Insidious Roots, ich habe doppelt Chalk Outline. Ich meine, mehr, wie will man denn, was will man denn mehr machen? Es geht nicht mehr. Du kannst nicht erwarten, dass du mehr als beide Build-Arounds doppelt in einem Draft bekommst. Weil ich mich sehr viel selbst mille und sehr viel Karten ziehe. Und es deshalb glaube ich, man kann durchaus, also in einem, man hat auch in manchen anderen Formaten mehr als 40 Karten gespielt, wenn du viel Self-Mill betreibst und viele in dem Graveyard brauchst. Zum Beispiel das Descent-Deck in Lost Caverns wollte auch mehr spielen. Naja, ich weiß es nicht. Mal gucken. Das war vielleicht noch okay. Na gut, ein Land. Mal gucken, was wir noch so erwischen. Aber in den, ich glaube, in den aktuellen Formaten geht es halt leider einfach nicht. Okay, no attacks. Ich grind den Gegner jetzt einfach aus. Fertig. Okay, dann grind ich ihn vielleicht auch nicht aus. Aber man müsste halt, man müsste tatsächlich. Einfach irgendwann irgendwas ziehen, ne? Das gelingt mir leider nicht. Ist halt ein bisschen dumm, aber ich bin halt der Ansicht, dass man tatsächlich, um Magic spielen zu können, auch Spells ziehen muss. Gelingt mir einfach nicht. Soll ich sagen. Inspired Charge? Ne? Okay.
Ah, die Zeit der Build-Arounds im Limited sind einfach vorbei, ne? Vielleicht geht es noch im Cube, aber... Das hat ja ein bisschen funktioniert zwischenzeitlich, aber... Okay. Kann ich einfach nichts machen. Vielleicht muss ich einfach einen Mulligan machen auf Insidious Roots. Ja, vielleicht muss ich einfach einen Mulligan machen auf Insidious Roots. I don't know.